Die Willensinstanz ist die letzte uns verbliebene Freiheit, und zwar in der Hinsicht, dass wir entweder die Illusionswelt wählen, was wir nur zu häufig tun, oder die Wirklichkeit des reinen Geistes, unsere Heimat in Gott. Das ist die letzte uns verbliebene Freiheit. Unser Wille ist letztlich immer auf irgendetwas ausgerichtet. Man kann so im normalen Bewusstseinsmodus nicht nicht wollen. Das geht gar nicht. Irgendetwas wollen wir immer, selbst wenn wir uns mit Belanglosem beschäftigen und unseren Willen so dahin plätschern lassen, in die Tiefen, Untiefen, wie auch immer, oder seichten Bereiche der Illusionswelt. Irgendetwas beschäftigt uns doch immer, und wir wollen es, wir wählen es, es ist uns nur oftmals nicht bewusst, dass wir das tun. Alles, was wir hier erleben und in dem Sinne an Impulsen setzen, ist ja eine Willensentscheidung. Und das genauer anzuschauen, darum geht es in der Geistesschulung. Im Kern, wie gesagt, gibt es nur diese beiden Möglichkeiten, wenn wir den Inhalt der Geschichte überprüfen, wo wir uns geistig befinden, in welcher Sphäre wir weilen. In der Illusionswelt, der Welt, die uns vertraut ist, der materiellen Welt, wie auch immer wir sie erleben, mit all ihren Konzepten und Ideen und Zielsetzungen, Körperlichkeit etc. oder die Ausrichtung auf die geistige Welt, den Aufstieg zurück in die geistige Heimat, in das göttliche Sein, das wir in uns tragen, tief innen. Und die Geistesschulung möchte den Bezugspunkt, den Referenzpunkt zu dieser inneren Wirklichkeit stärken, kann es aber nur, indem sie unseren Willen einlädt, sozusagen, das zu tun. Und es ist eben unser Wille gefragt, ob wir das wirklich wollen. Die Rückkehr in den Geist, in das geistige Denksystem, das Denksystem des Heiligen Geistes. Will ich das? Will ich anders denken? Oder will ich mit dem Ego-Denksystem, dem System der geistigen Gespaltenheit, der Trennungsidee, will ich damit operieren und wollen, es wollen und mich ganz dem verschreiben? Wo will ich sein? Wes Geistes Kind will ich sein? Das ist immer die Frage. Und wir haben nur zwei Möglichkeiten. Was wir innerhalb der Illusionswelt tun, welche Kuchensorte oder was auch immer wir genießen und essen und trinken, das ist nicht der Bezugspunkt, um den es geht. Illusionswelt an sich, diese Überbedeutung, die wir ihr gegeben haben, das ist der Punkt. Dass wir hier noch normal leben können und dürfen und ja, normale Dinge tun und genießen und erleben, das ist alles nicht das Problem. Das Problem liegt dort, wo wir unser Herz ganz hingeben, ja, an welche Instanz, wo wir im Geiste wirklich verankert sein wollen, und das meint Herzenshingabe. Was ist unser eigentliches Ziel? Was wollen wir? Wollen wir hier ewiges Leben in der Form haben und träumen vielleicht, ja, von einem körperlichen Leben, das viele hundert Jahre, ja, besteht und vielleicht ja am liebsten endlos ist? Oder wollen wir zurückkehren in die Wirklichkeit des reinen geistigen Seins, dass wir in Wahrheit sind, unsere Heimat in Gott? Das ist die Frage. Und der Wille wird immer, in jedem Moment, auf diesen oder jenen Bereich ausgerichtet. Wir beschäftigen uns mit der Illusionswelt sehr, sehr viel.
vielleicht zu viel. Und es wäre wichtig, zwischendurch immer wieder einen Schnitt zu machen, wie eine Glocke, die läutet, ja, wie ein Ton, der sich ereignet, den wir hören, der uns zentriert, ja, dass wir erkennen, ich will eigentlich zurück in den Geist. Ich will hier nicht versumpfen. Ich will hier nicht leiden. Denn wer in dieser Welt weilen will, der wird auch leiden. Wer geistlos lebt, der muss leiden. Denn Geistlosigkeit führt zu einem inneren Schmerz. Und der manifestiert sich dann auch im Körperlichen. Dann ist das Leben sinnlos. Dann haben wir Burnout. Dann verbrennen wir uns selbst, ja, in einem übermaterialistischen, ja, Sein, das eben geistlos ist, wo wir in den Formen der Welt Sinn suchen und kein Sinn zu finden ist, weil alles, was wir da sehen, vor unseren Augen zerfällt, sich wieder auflöst, ja, unser eigenes materielles Sein. Es geht um die Rückkehr in den Geist und die volle Entscheidung, ja, dies auch zu wollen. Voll und ganz, mit ganzem Herzen, mit allen unseren Kräften. Und das hat mit der Willensinstanz zu tun. Und dort liegt unsere einzige und uns verbliebene letzte Freiheit. Da entscheidet es sich. Wohin gehe ich? Quo vadis? Wir könnten auch fragen, was ist mein Credo? Credo heißt ja, ich glaube. Woran glaube ich? Was ist dieser Glaube? Wohin will ich? Denn Glaube heißt ja, schöpferisch tätig sein, erschaffen, einen Weg sich selber gestalten, und es könnte der Weg des Heiligen Geistes sein, zu dem wir ja eingeladen sind von der geistigen Welt. Nur still und leise geschieht dies und nicht über unseren Willen hinweg. Wir sind Eingeladene, wir sind Gerufene, alle sind gerufen, aber nur wenige wählen zu hören, wie es im Kurs in Wundern so treffend heißt. Alle sind gerufen, aber nur wenige wählen zu hören. Wir haben die Ohren verschlossen, die inneren Ohren, so könnten wir sagen, und sind ignorant geworden. Wir wollen es nicht wissen, was die wunderbare, heilsame Alternative zu all dem Wahnsinn ist, den wir hier in der Welt, ja, zu erleben glauben. Der Albtraum. Wollen wir erwachen? Erwachen muss man wollen. Wenn man es nicht will, träumt man weiter. Es ist ganz einfach. Schauen wir bitte genau hin. Wohin will ich? Da werde ich sein, da werde ich leben, vielleicht in Wahnwelten. Die muss ich dann ertragen, mit all ihren dualistischen Spannungsgebilden, ja, all den Gespenstern und Dämonen und was auch immer mich da verfolgt, wenn ich entsprechend mit, ja, niederen Motiven unterwegs bin, mit krimineller Energie vielleicht. Und meine, mir rauben zu können und zu dürfen, was mir andere scheinbar genommen haben. Seltsam. Wir sind mörderisch unterwegs in der Welt. Das ist der normale Modus. Jeder glaubt, er ist zu kurz gekommen, vom Leben enttäuscht und bastelt sich eine Rechtfertigungslehre, ja, vom Feinsten, wo er dann den heiligen Krieg führt gegen den Bruder, um sich das zu holen, was der ihm scheinbar vorher genommen hat. Von all dem können wir Abschied nehmen. Wir können über den Prozess der Vergebung, ja, in den Frieden des reinen Geistes finden und auf einem Heilungsweg bestens unterwegs sein, mit mächtigen Weggefährten, die uns führen und leiten und schützen und helfen. Und es sind dann Wunder möglich. Wunder der Heilung. Wunder der Erlösung. Ich will sie. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden, zu dienen der Heilung und der Erlösung aller Menschen,
denn ich habe erkannt, ich bin sie und sie sind ich. Es sind die Strahlen des einen Gottessohnes, scheinbar aufgespalten in den Untiefen, ja der Finsternis, in der Dunkelheit der Welt, verloren gegangen. Und doch sind sie da und leuchten. Und ich will zur Verfügung stehen, dem Einigungsprozess zu dienen, dass wir alle zurückfinden in das, was wir die geistige Heimat nennen. Das Vaterhaus, den Himmel, die Liebe selbst. Nur so macht mein Leben Sinn und ist für mich erfüllend und voller Freude, wenn ich mit Menschen auf dem Weg bin, der Klärung, des Hinschauens, ja, der Heilung, tiefer Heilungsprozesse, denen wir dann dienen und die sich erfüllen durch uns hindurch. In der zwischenmenschlichen Begegnung. Ich will das. Ich bleibe dran. Es macht Sinn. Und Sinn macht glücklich.